Nichts ist so alt wie die Zukunft von gestern. Früher genial, heute weg. Doch was ist aus all den Dingen geworden? Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Wer kennt dieses Ding noch? Hä? Ich glaube, das ist so ein Staubsaugerteil oder irgend sowas, ja? Oder? Oder ein Mülleimer vielleicht? So ein moderner. Es sieht voll so aus wie eine Vergessensmaschine. So. Ja, vergiss es! Vergiss es! Man macht es so auf den Kopf und dann werden alle deine Ideen, Gedanken, oder deine Gedanken gelöscht. Ja. Vielleicht tut man da Früchte rein. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Astronautenhelm, oder? Das ist ein Föhn! Fast richtig. Die Schwebehaube ist die mobile Form der Trockenhaube. Sie kommt Anfang der 70er Jahre in deutsche Haushalte. Welchen Sinn hatte die Trockenhaube? Ich glaube, das wussten die Menschen, die sie damals gekauft haben, auch nicht. Stammt das nicht aus der Zeit, in der die Damen gerne Dauerwellen trugen und dann irgendwie sich da so kleine Röllchen ins Haar reingedreht haben? Man machte dann die Lockenwickler, glaube ich, rein, setzte die Haube auf. Lockenwickler ist das Wort. Dann sollte die Frisur sozusagen entstehen. Ob sie wirklich entstanden ist, darüber streiten die Experten heute noch. Die Trockenhaube ist ein Meilenstein der Toupiertechnik. Sie verhindert das Zusammenfällt, was der Friseur mühselig aufgetürmt hat. Schon seit den 1920ern schwitzt die Damenwelt darunter, auch heute noch. Doch zwischen dem Salongerät und der Schwebehaube liegen noch einige skurrile Haartrockner. Im Museum für Friseurhandwerk in Magdeburg gibt es ein paar davon. Auch ein Modell der allerersten Trockenhaube. Um den Luftstrom zu bekommen, nahm man sich den vom Haartrockner, stöpselte das Gerät an, war vielleicht ein bisschen aufwendig, aber damit erhielt man die Wärme, die Trockenluft, um gewaschenes Haar trocken zu bekommen. Angenehm ist das nicht gerade, denn die frühen Modelle sind starr und unbeweglich, was oft zu heißen Ohren führt. In den 50er Jahren löst die Leipziger Firma mühelos das Problem mit einer etwas gelenkigeren Haube. Die Fingerhauben waren zwar immer noch sehr mächtig, aber man hatte schon die Erfindung, nach dem starren Prinzip der Röhren wurden die Röhren der Röhrenhaube auch zu beweglichen Röhrenteilen. Und dadurch war es nicht ganz so heiß am Ohr für die Kundin. Man konnte da schon ein bisschen was bewegen. Wesentlich angenehmer wird der Friseurbesuch dann mit den schicken Plexiglashauben. Ihr Geheimnis? Der Luftstrom kommt aus unzähligen kleinen Düsen und verteilt sich so besser. Auch wenn es nur heiße Luft ist. Sich allwöchentlich im Salon die Locken machen zu lassen, das geht ganz schön ins Geld. Also selbst ist die Frau. Einfach gleichmäßige Strähnen abteilen, die Wickler ins feuchte Haar eindrehen, feststecken und an der Luft trocknen lassen. Und trocknen lassen. Und fertig. Ein anderes Haushaltsgerät soll den Vorgang beschleunigen. Der Staubsauger. Die Firma Vorwerk liefert ein Zubehörteil für ihr Modell Kobold, den Trockenhaubenaufsatz. Erwärmte Abluft soll das Haar der Hausfrau ganz nebenbei trocknen. Echt? Die Abluft vom Staubsauger war zum Haare? Echt? Bei Loriot kam ja der Staubsaugervertreter dann in die Wohnung. Das war aber nicht der, dann gab es ja noch den Weinvertreter, gab es ja auch, nein, der Staubsaugervertreter. Wie hieß denn der Staubsauger noch? Ich meine, riecht die Staubsaugerluft nicht einfach auch immer ein bisschen nach Staubsauger? Der Heinzelmann, natürlich. Der Heinzelmann war das. Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mami sonst nur... Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann.
saugen kann. Ein klassischer Synergieeffekt. Genau. Nur die Damenwelt mag den Vorteil nicht erkennen. Die Produktion wird nach 5 Jahren eingestellt. Doch die Idee, Haare und Haushalt unter einen Hut zu bringen, soll bald zur Erfindung der Schwebehaube führen. Ein Vorläufer sind ab 1965 Trockenhauben für den Heimgebrauch. So einfach, so professionell und so entspannend. Und wenn sie fertig sind, packen sie ihn einfach weg. Der General Electric Professional Hair Dryer macht sie noch schöner. Die eigene Haube kostet rund 70 Mark. Der Friseur nimmt pro Besuch gut 20. Da ist das Geld also schnell wieder eingespart. Nur Zeit kostet es weiterhin. Ein paar Jahre später ist die Frau unter der Haube endlich nicht mehr zum Rumsitzen verdammt. So etwa 1975 kamen dann im Westen Deutschlands diese Schwebehauben auf. Das war eine Neuerung, die man auch als Hausfrau sehr gerne in Beschlag nahm, weil man konnte Zeit sparen. Während des Haartrocknens konnte man noch Staub wischen oder etwas im Haushalt erledigen. Und der Preis war etwa 40 D-Mark und damit hat sich das in einiger Zeit amortisiert. Dank Schwebehaube kann sich die moderne Frau stylen und gleichzeitig noch nützlich machen. Bleibt die Frage, warum eigentlich nicht einfach einen Föhn nutzen? Diese Erfindung gibt es ja schon eine ganze Weile, wenn auch nicht immer so handlich. Der erste Föhn aus dem Jahr 1920. 50 Kilo schwer und laut wie eine Fabrik. Doch vielseitig anwendbar. Der erste handliche Föhn wird um 1925 entwickelt. Bei der Bezeichnung Föhn lässt sich der Hersteller vom Föhnwind inspirieren. Tatsächlich ist Föhn bis heute ein Markenname. Der korrekte Fachbegriff ist Haartrockner. In der DDR auch Heißluftdusche. 1958 wiegt der Föhn dank Plastik nur noch 800 Gramm. Viel handlicher als die Schwebehaube. Doch für Lockenwellen ist die Föhndröhnung zu heftig. Denn dafür braucht man rundherum warme Luft. Föhnwind ist viel zu heiß und trocknet nicht gleichmäßig. Das Ergebnis? Naja. Meine Schwester hat eine Ausbildung zur Friseurin gemacht und hat an meiner Rübe getestet. Ich sah aus wie einer von den Flippers. Schön mit Mini-Pli. In den frühen 80ern ist erstmal Schluss mit lockig. Der kurze Bob ist Trend. Damit ist die Schwebehaube passé. Und heute nur noch was für spezielle Frisuren. Hallo, ich starte jetzt. Die Dreadlocks dauern. Das ist sehr angenehm, diese schöne warme Luft und ach, das war toll. Und die Dreads werden wirklich von allen Seiten gleichmäßig getrocknet. Hochlebe die Schwebehaube. Gestatten, Alibert. Der Alibert war der Spiegelschrank. Der Spiegelschrank im Badezimmer war der Alibert. Klingt wie ein Kosename, ist es aber nicht. Und eigentlich müsste er französisch ausgesprochen werden, wie der Name seines Erfinders, Joseph Alibert. Besonders faszinierend, die Spiegeltüren. Sie erlauben den Blick auf den eigenen Hinterkopf. Oder in die Unendlichkeit. Alibert war natürlich immer praktisch. Man konnte diese Türchen so aufmachen und dann
bewegten sich natürlich die Spiegel mit. Ach, ja, für so einen dreidimensionalen Blick. Und dann konnte man sich von links und rechts angucken. Und dann das, wie soll ich sagen, Folgeergebnis, dass man diese Klappen rumziehen kann und dass man sich von hinten angucken kann, ist ja nicht unpraktisch. Kann man mal gucken, wie viel Schmalz in den Ohren ist. Genau. Ein echtes Platzwunder und wunderbar funktional. Ein Schränkchen, das bald aus keinem deutschen Badezimmer mehr wegzudenken ist. Aber wie konnte es so weit kommen? In Amerika, so um die 1910er Jahre, entsteht im Hotelbau das sogenannte Kompaktbadezimmer. Und das ist ein Bad, was auf minimalem Grundriss angeordnet wird, so dass man eben das Badezimmer auf 4 bis 5 Quadratmetern hat. Und das verbreitet sich dann auch im Wohnungsbau in Amerika. Bis das in Deutschland ankommt, das passiert erst in der Nachkriegszeit, so ab den 1950er Jahren, im Zuge des staatlich geförderten Wohnungsbaus. Die Alibert-Geschichte beginnt in den französischen Alpen. Anfangs ahnt Gründervater Joseph noch nicht, dass sein Unternehmen mal das Badmöbel par excellence erfinden wird. Denn 1930 verkauft er noch Schuheinlagen aus Stroh. Bald setzt er auf industrielle Fertigung und erreicht Stückzahlen von 300.000 Paar Einlagen pro Monat. Die sind in diesen Notzeiten günstiger, als ein neues Paar Schuhe zu kaufen. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs steigt Aliberts Schwiegersohn Bernard de Kooninck ins Geschäft ein. Es ist die Zeit des Wiederaufbaus. Die Industriellen der ersten Stunde wittern das große Geschäft. Produktionsstraßen rollen an. Kunststoffgussverfahren sind der letzte Schrei. Und die Familie Alibert entdeckt die Chance sofort. 1950 importiert der Schwiegersohn erste Maschinen aus den USA und produziert damit Bauteile für Kühlschränke. Das ist natürlich faszinierend. Also dieses Material und diese neue Fertigungstechnik eröffnet riesig große Möglichkeiten der Gestaltung von Konsumgütern. Dass daraus 1958 ein Badezimmerspiegelschrank wird, ist der Anfrage eines Hoteliers aus Nizza zu verdanken. Er wünscht sich Schränkchen für die Nasszellen seiner feinen Hotelzimmer. Der Alibert wird geboren. Doch auch Normalos sehnen sich inzwischen nach einer Wohnung mit eigenem Bad. Ein Badezimmer ist 1963 kein Luxus mehr. Denn es wird nun einmal nicht mehr gebaut wie um die Jahrhundertwende. Waren 1950 nur 20% der Wohnungen mit Badezimmern ausgestattet, sind es 1972 schon 82%. Das Badezimmer, das die meisten Leute haben, ist eben diese Nasszelle auf minimalem Raum. Und da suche ich mir dann einen Einrichtungsgegenstand, der mehrere Funktionen auf einmal erfüllt. Ich habe einen Spiegel, ich habe einen Schrank, ich habe da eine Steckdose drin und ich habe sogar noch mein Badezimmer beleuchtet, wenn der oben eine Beleuchtungszeile hat. Genau auf dieses Rezept setzen die findigen Franzosen. Und der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten. Auf den führenden Sanitärausstellungen in Deutschland wirbt man mit fortschrittlichem Savoir-vivre. Lebensqualität aus dem Badeschränkchen. Neue Aluplast-Kunststoffschränkchen für Diele, Schlaf- und Badezimmer. Verwöhne mit perfektem Komfort. So in den 70er Jahren wird es immer üblicher, dass man sich öfters in der Woche duscht, statt einmal in der Woche zu baden. Und damit ziehen ja auch ganz neue Produkte in den Haushalt ein. Luxuskonsumgüter, die gab es zwar teilweise, aber die hatte niemand. Also parfümierte Seife, Shampoo. Sowas hat vorher niemand verwendet und dann braucht man natürlich auch einen Schrank, wo man eben diese Produkte reinstellen kann. Ausgehend vom Universalschrank, der allein 50 Millionen Mal hergestellt wird, soll das ganze Bad im progressiven Plastikschick erstrahlen. Vom Handtuchhalter bis zum Klodeckel. Natürlich gibt es Nachahmer. Doch der französische Urmarkenname Alibert
hat sich, eingedeutscht zu Alibert, längst zum Synonym für den Badezimmerschrank verwandelt. Seither sind nicht nur Hinterköpfe leichter zu sehen, sondern auch Intimitäten leichter zu verbergen. Umso verlockender der Blick hinter die Spiegel. Nein, sowas mache ich nicht. Nein, es gehört sich nicht. Man guckt doch nicht fremden Menschen in den Alibert. Obwohl man immer neugierig ist, was im Alibert eigentlich drin ist. Ach, irgendwie hört sich's aber irgendwie an wie so Alibi, ne? Alibi, Alibert. Man kann davon ausgehen, dass im Alibert natürlich auch andere Dinge versteckt wurden. Natürlich. Ob es der Toupet-Kleber war oder andere Dinge, die vielleicht auch, jetzt wird's schlüpfrig, für den Intimbereich. Vielleicht wurden die auch im Alibert gelagert. Kann ja sein, ne? Da gehört halt alles rein in den Alibert. Alibi-mäßig sieht im Bad alles ordentlich auf, es sei denn, du machst den Alibert auf. Doch dann kommt er plötzlich aus der Mode. Die Wellnessbäder der 90er setzen auf Riesenspiegel, die Bäder größer erscheinen lassen. Der platzsparende Multifunktionsschrank gilt nun als spießig. Alibert zieht sich vom deutschen Markt zurück. Zwar plant die Marke nun ein Comeback, doch ob Smartphone-Anschluss, Lautsprecher, Wettervorhersage und Radio dazu reichen, weiß niemand. Echte Fans finden das Original vielleicht noch im Vintage-Laden. Bei knapper werdendem Wohnraum könnte sich so ein Dreitürer ja irgendwann wieder als praktisch erweisen. Wer weiß. Seit den 70er Jahren hat es auch dieser Gegenstand in die heimischen Bäder geschafft. Der Magnetseifenhalter. Wer ihn erfunden hat, wissen wir nicht. Seine Handhabung ist einfach. Halter an die Wand, Metallplättchen in die Seife und zack, sitzt das Seifenstück fest. Mega cool. Natürlich. Oh, der Magnetseifenhalter. Hatte ich letztens noch beim Freund gesehen und war ganz beeindruckt. Jetzt, wo ich's höre, er ist ausgestorben und ich vermisse ihn. Die Seife liegt ja nicht irgendwie in so einer Schale, in so einer Brühe drinne. Und es ist ja auch irgendwie eigentlich wie so ein kleines Wunder bei jedem Händewaschen, dass du diese Seife da abnimmst, dann wäschst du dir die Hände und flipp, hängt die da wieder. Eigentlich ein pfiffiges System. Fand ich immer total toll. Ja, hat schon auch seine praktischen Seiten, aber schön. Hm. Heute ist der magnetische Badhelfer kaum mehr zu sehen. Vielleicht, weil es überall nur noch Flüssigseife gibt. Das ändern wir. In einer öffentlichen Toilette in Berlin. Mal sehen, wer zum Seifenstück am Magnethalter greift und wer zur flüssigen Variante. Sieh an, das Seifenstück samt Halter findet durchaus seine Anhänger. Ein Stück Seife gibt mir ein besseres Reinigungsgefühl an den Händen, ja, und ist auch deutlich sparsamer. Wenn die so frei hängt, so mit dem Magneten, finde ich klasse. Ne? Ich hätte da nicht gegriffen, wenn sie in so einer Schale gewesen wäre, weil das also wäre für mich total unhygienisch gewesen. Vor 50 Jahren hätte die Dame keine Wahl gehabt. Flüssige Konkurrenz gab es nicht. Dafür Seifenstücke in Massen. Ein Fernsehbeitrag von 1964 erklärt einprägsam die Fertigung. Der Produktionsprozess kann beginnen. Guten Appetit, kann man da nur sagen. Was da als endlose Bandnudeln herausquillt, ist wiederum Seife. Schade, dass es noch kein Geruchsfernsehen gibt. Jetzt würde es Ihnen am Bildschirm vor lauter Parfümduft ganz schwindelig werden. Schwindel oder doch eher ein bisschen ekelerregend. Zumindest aus öffentlichen Toiletten ist die Seife am Stück so gut wie verschwunden. Das haben 1000 Leute angefasst. Ich finde es ein bisschen eklig, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade jetzt hier auf öffentlichen Toiletten. Ich nehme grundsätzlich keine Stückseife, weil es schlecht für die Haut ist. Unhygienisch und schlecht für die Haut. Diese inzwischen widerlegten Argumente kamen in den 80ern auf. Zusammen mit der Flüssigseife sorgten sie für den Abstieg der Seife am Stück. Mit der Wirkung auf die Haut befassen sich die Hautärzte, die Dermatologen. Wenn Sie bedenken, dass täglich tonnenweise auf dieser Welt mit Seife gewaschen wird, passiert relativ wenig an der Haut in Bezug auf Unverträglichkeiten.
Viel gefährlicher ist es, wenn man sich zu viel mit Seife wäscht. Viele Leute duschen dreimal täglich, nehmen nicht nur Seife, sondern auch schön schäumende Bäder dazu. Das trocknet die Haut zu sehr aus. Und jedes Extrem ist von übel. Wascht euch nicht zu viel, aber wascht euch auch nicht zu wenig. Also alles eine Frage der Anwendung. Auch bei unhygienisch kann Entwarnung gegeben werden. Zwar können Bakterien auf die Seife gelangen, aber kaum auf ihr Überleben. Das basische Milieu ist einfach kein guter Nährboden. Wichtig für die Seifenhygiene ist aber die richtige Ablage. Das Stück sollte trocken lagern und nicht vor sich hinsuppen. Bei guter Lagerung hält sich die Seife dann fast so lange wie die einst kultigen Werbespots. Die Marken warben mit Frische und Schönheit. Mit der wilden Frische der marmorierten Pfanne. Machen Sie das nicht unbedingt. Moment. Denen lässt man gern den Vortritt. Ach, den beiden Schwestern. Ich hole uns noch was zu lesen, Mutti. Nimmst du den Schlüssel hier? Mutti, haben Sie das gehört? Nicht wahr? Kaum zu glauben. Mutter und Tochter. Frau Zins und Tochter Eliana aus München. Es ist der zarte, frische Teint, der die Mutter so jung aussehen lässt. Sie pflegt ihr Gesicht mit Palmolive-Seife. Zweimal täglich eine Minute. Eine Massage mit dem milden Palmolive-Schaum gibt einem jüngeren, frischeren Teint ein liebenswert junges Aussehen. In ihrer Geschichte wurden der Seife noch ganz andere Wirkungen angedichtet. Ein schottischer Arzt empfahl 1760 gegen Übergewicht Seifenwasser zu trinken. Entfetten von innen also. Anfang 1900 ging es dann noch einfacher. In den USA kamen die Fettwegseifen auf. Sie wollten die Fettpölsterchen einfach abspülen. Schön wär's. Seife war oft Luxus, nichts zum Vergeuden. Viele DDR-Bürger sammelten deshalb Seifenreste im Perli. Typisch im Ostbad, für Westhändewäscher ein Fremdwort. Perli? Nee. Ja, den hatten wir auch. Der hing bei uns im Bad, also an der Badewanne. Ja, und da kamen immer die Seifenreste rein. Und das Gute an dem Ding war, dass das gleich die Haut so weich gemacht hat, weil der natürlich so schrubbelig war. So, ne? Und man hat die wirklich bis zum Rest aufgebraucht, weil selbst wenn die ganz klein waren, sind die nicht durch die Maschen gerutscht, weil die Seife ja weich wird und dann bleibt die da drin kleben. Als Retroartikel gibt es ihn heute wieder zu kaufen. Etwa im Berliner Seifenladen von Xenia Trost. Bei ihr dreht sich alles um die Seife samt Zubehör. Die gelernte Buchbinderin stellt sie her, verkauft sie und sammelt alte Seifenstücke. Ich habe natürlich angefangen mit so ein paar interessanten Stücken und die haben wir dann im Laden bei uns ausgestellt. Und dann kamen ganz schnell alle möglichen Kunden, die uns Seifen mitgebracht haben, die sie auf dem Dachboden gefunden haben. Und viele Leute haben dann Erinnerungen an frühere Zeiten, aus denen sie die Seifen noch kennen. Aber der Duft verfliegt leider mit der Zeit. In der Sammlung finden sich auch die typischen Ostseifen. Der Duft des Westens, wie etwa von Lux, Fa oder Tosca, kam dank der Care-Pakete der westlichen Verwandtschaft über die Mauer. Wenn man Westpaket erwähnt, da erinnert sich ja jeder daran, dass da eigentlich alles nach Seife geschmeckt hat, was da drin war. Der Kaffee, die Schokolade, alles war übertönt von diesem Seifengeruch und Geschmack, der einem da entgegengekommen ist. Die Seifen aus dem Westen, die haben natürlich schon anders gerochen als die Seifen, die wir in der DDR hatten. Und dementsprechend fand man die natürlich auch toll, wenn man eine hatte. Dabei waren gerade die Ostseifen wohl ein wahrer Exportschlager. Zumindest laut diesem Fernsehbericht aus der Konsumseifenfabrik Riesa. Die Arbeiter kontrollieren ständig die Qualität ihrer Erzeugnisse, die in 34 Länder der Welt exportiert werden. Das kapitalistische Ausland ist für die Riesa Seifenerzeugnisse Hauptabnehmer. Nicht immer erfreute sich das Einseifen so großer Beliebtheit. In den Badehäusern des Mittelalters war ab dem 14. Jahrhundert Schluss damit. Wegen Pest und Syphilis galten Seife und öffentliche Bäder damals als unmoralisch und schädlich. Im 16. und 17. Jahrhundert setzt zumindest der Adel auf die Trockenwäsche, ganz ohne Seife und Wasser.
nur mit Parfum und viel Puder. Erst im 19. Jahrhundert flutscht es wieder im Bad. Neue Herstellungsverfahren machten die Seife zum günstigen Massenprodukt. Doch wie steht es heute um das gute Stück? Xenia Trost widmet sich seit knapp 20 Jahren der alten Handwerkskunst, dem Seife-Sieden. Ihre Produkte haben nichts mit den günstigen Cent-Artikeln im Drogeriemarkt zu tun. Sie verwendet hochwertige Öle und Naturzutaten. Und das ist auf dem Markt gefragt. Der Auslöser dafür, dass die Stückseife wieder in Mode kommt, sind sicherlich die vielen Hautprobleme, die viele Menschen haben. Und auch der Wunsch bei vielen, die Plastikverpackungen zu vermeiden. Der Vorteil an Handmade? Allergieauslösende Stoffe, Parfum und Konservierungsstoffe können weggelassen werden. In kleinen Läden oder auf Wochenmärkten boomt das gute Stück. In immer mehr Fußgängerzonen verströmen Seifenläden ihren Duft. Kreationen mit verrückten Namen wie Rockstar, Karma oder Snowcake wandern über die Ladentheke. Da können 100 Gramm schon mal knapp 12 Euro kosten. Doch wie präsentiert man das gute Stück denn nun? Vielleicht doch wieder am Magnethalter? Schlecht war die Idee nicht, weil die Seife natürlich immer gut abtrocknen konnte. Aber je kleiner die Seife wurde, umso schwieriger wurde das ja auch, die zu benutzen ohne dieses Metallteil, hat da eben drin gestört. Hat sich nicht durchgesetzt. Vereinzelt kann man den Magnetseifenhalter im Internet noch bestellen. Aber seine Anziehungskraft auf die Massen scheint verloren. Für Sängerin Duffy Kramer macht nur ein Bart einen Mann zum Mann. Das war 1976. Eine Bartform erlebt in diesen Jahren eine wahre Blütezeit: die Koteletten. Und hier von den Haaren. Ja, da. Oh. So. Nee, das sitzt schlecht auf. Schon, ich hab, da waren wir in der DDR und da war es alles gut, ne? An richtigen Männern sieht es gut aus, aber an uns sieht man deinen Bart hier überhaupt nicht wirklich. Oh. Aber an uns sieht das halt so unmännlich aus, so. Vor allem an den Augen. Jetzt hätten wir uns was rangeklebt. Der King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Der wohl coolste Backenbartträger überhaupt. Die Fußballweltmeister von 1974 liegen nicht nur musikalisch ganz weit vorn, sondern tragen auch ganz trendy lange Koteletten. Oberbeatle John Lennon kann der Gesichtsbehaarung viel abgewinnen. Sehr viel sogar. Koteletten! Eigentlich denke ich, ist was Knuspriges, was aus der Pfanne hüpft. Also nicht die, die man isst, sondern die, die hier links und rechts sind. Das, was ich versuche, hier an der Seite zu züchten, oder? Oh mein Gott, nein! Die Bezeichnung Koteletten kommt aus dem Französischen. Das Wort Côte heißt Seite. Klar, sie wachsen ja an der Seite des Gesichts vom Haupthaar an abwärts. In den USA haben sie es als Sideburns ins Wörterbuch geschafft. In Anspielung auf den Bürgerkriegsgeneral Ambrose Burnside. Markante Koteletten mit Schnurrbart waren sein Markenzeichen. Bis ins hohe Alter. Egal wie man es nennt, mancher Mann macht viel Bohai um seinen Bart. Aber warum wächst ihm überhaupt so eine Hecke im Gesicht? Selbst Evolutionsbiologen sind sich da nicht hundertprozentig sicher. Spätestens wenn die Stoppeln im Gesicht wachsen, wird dem Jungen jedenfalls klar, dass er zum Mann wird.
Früher galt, viel Bart, viel Mann. Viel Kraft und Potenz. Doch stopp, es gibt keinen nachweisbaren Zusammenhang zwischen mehr Bart und mehr Testosteron. Ein Mann verbringt im Laufe seines Lebens etwa 3.350 Stunden mit Rasieren. Doch glatt wie ein Babypopo ist passé. Heute ist Vollbart in. Und der braucht Pflege. In Großstädten wie Berlin sprießen Barbershops wie Barthaare aus Männerwangen. In solchen Läden kümmern sich Männer um die spezifischen Bedürfnisse von Männern. Und sei es das Schuheputzen. Aber nur nebenbei. Im Zentrum des Ganzen ist ein Barbershop. Also da pflegen wir die angelsächsische Barberkultur. Das heißt also mit Nassrasur, mit Bartpflege. Natürlich Haare schneiden gehört es genauso dazu. Männer beschäftigen sich mit ihren Bärten schon, seit sie sie haben. Die Rasur, wie wir sie kennen, gibt's aber erst seit dem 17. Jahrhundert. Denn in dieser Zeit wurde das wichtigste Werkzeug des Barbiers erfunden, das einklappbare Rasiermesser. 1901 kam die Einwegklinge und 30 Jahre später der erste elektrische Rasierapparat. Mit dem kann man prima Koteletten trimmen. Nur will das heute keiner mehr. Tatsächlich ist das etwas, was wirklich verschwunden ist, muss man sagen, weil der Fokus, also die Kotelette als solches, geht in dem Vollbart ja zum Beispiel unter. Also sie ist ja da, man sieht sie nur nicht. Von daher ist sie durchaus existent, aber eben nicht mehr so als separates Wahrnehmungsmerkmal. Und die Kotelette als solches war ja doch auch immer so ein bisschen Wildwuchs, es war immer so ein bisschen ja, sehr animalisch. Und das ist vielleicht etwas, was so jetzt im Moment in der breiten Masse eben gar nicht gewollt ist. Einen richtigen Hype erleben Koteletten in der Biedermeierzeit. Ordentlich buschig. Und wenn's geht, auch noch gelockt. Herren, die besonders eitel sind, rücken ihrem Backenbart deshalb gerne mal mit der Brennschere zu Leibe. Nach der Reichsgründung 1872 avanciert der Kaiser Wilhelm Bart zum modischen Bekenntnis zur deutschen Nation. Ein dicker Schnäuzer, umrahmt von reich gelockten Koteletten. Erst der zweite Wilhelm setzt dann ab 1888 auf feineren Bewuchs. Der keß nach oben gezwirbelte Schnauzbart steht ganz für sich. Adieu, Kotelette. Der Erste Weltkrieg kommt. Der letzte Wildwuchs muss gehen. Denn beim Anlegen von Gasmasken darf kein Backenbart im Weg sein. Ob Schnorres, Babyface, Hipstermatte oder Koteletten. Die Mode kennt kein richtig oder falsch. Doch manchmal müssen es einfach Männer mit Bärten sein. Vier Wochen hielt er sich versteckt. Mit einem Vollbart stand er dann vor der Tür. Schon hat's geklickt bei mir. Oh Gott, was kommt jetzt? Yeah! Die gute alte Badekappe. Okay. Oder? Boah, ich krieg ja gleich einen Pressschädel. Dieses Utensil führt uns raus aus der heimischen Nasszelle rein ins Schwimmbad. Mit dem Aufkommen der öffentlichen Badeanstalten kam auch ein textiles Wunder. Die Badekappe. Mal bunt, mal gediegen, mal schräg. Für die Frau, für den Mann, für das Kind. Man hasst sie oder man liebt sie. Schon 1920, als etwa die Berliner Strandbäder Massen anlocken, gehört die Kappe zum Badeoutfit. Zumindest bei der weiblichen Badenixe.
Die Damen müssen ihre Haarpracht schützen. Getreu dem Motto, kein Wasser an die schicke Wasserwelle. Doch so ganz dicht sind sie nicht, die frühen Hauben. Zwar sind sie bereits elastisch, denn das Verfahren zur Herstellung von Gummi ist längst bekannt. Aber die Einzelteile werden noch per Handarbeit verklebt. Übrigens gab es die Badehaube schon im Mittelalter. Besucher von Badestuben trugen damals eine Kappe aus Korb. Okay, sehr, sehr schick. Also so etwas trug ich natürlich nicht. Ich möchte sagen, das war das Modell für die Dame rund um 50. Ja, ich hatte eine ganz schlimme. Oh. Und die hat immer furchtbar geziebt, wenn ich sie auf- oder absetzen musste. Oh Gott, dieses Material. Die fässt sich so ein bisschen an wie diese Folie, die man in Pakete reinmacht, die man so aufdrücken kann. Und da haben wir so Noppen gehabt, ja? Kennen Sie diese Noppen? Gefühlsecht, oder wie? In den 1930er Jahren wächst das Angebot. Sehr gefragt sind Badehauben mit Kinnriemen. Jetzt ist es auch möglich, Kappen aus einem Guss zu fertigen und filigrane Muster zu gestalten. Der letzte Schrei? Aktuelle Trendfrisuren auf den Kappen nachzubilden. Mit der Zeit wird die Schwimmhaube zum schicken Must-Have, wie hier in den 50er Jahren in London. Modenschauen allein für die Kappe begeistern das Fashion-Volk. Da tauchen sogar Hauben mit Special Effects auf. Für die Frau, die einen Pony zeigen möchte, ohne dass ihr Haar nass wird. Die Stirnfransen sind aus gelocktem Nylonhaar, das zurechtgemacht werden kann. Dieser Style wird wohl beliebt werden. Guck, Alte. No. Also wenn man das jetzt so sieht, ne? Dass das Menschen wirklich aufgesetzt haben auf ihre Köpfe, das kann man heute überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Nee, das ist ja alles so ein bisschen semi-geil, ne? Also das riecht erstmal ganz komisch. Das riecht wie so ein alter Fahrradschlauch. Und ich meine, ich tue euch jetzt den Gefallen. Ich ziehe es auf. So sah das aus. Und prompt ist es ja so, du hörst nicht mehr richtig. Ah, oh, das riecht wie früher. Krass, oder? In den 60ern werden die Kappen noch bunter, noch blumiger. Doch nicht nur das Design ändert sich, sondern auch die Funktion. Die Haube soll jetzt für Hygiene im Becken sorgen. So wird die Kappe vom Modeobjekt zum ungeliebten Muss bei Alt und Jung. Der Grund? Die vielen Haare im Wasser bereiten Badbetreibern hygienische Probleme. Kerstin Schlosser, Bademanagerin im Duisburger Rhein-Ruhr-Bad, erinnert sich. Damals war die Wasseraufbereitung noch nicht so ausgetüftelt. Und um die Wasserqualität gehoben zu halten, hat man halt die Badekappenpflicht eingeführt, damit halt nicht Pumpen kaputt gehen oder eben die Kunden, sag ich mal, ständig Haare zwischen den Fingern haben oder im Gesicht. In den 1960er Jahren erlassen die Bäder in ihren Hausordnungen die Badekappenpflicht. Manche nur für langhaarige Gäste. Bei anderen muss jeder im Becken das Haupthaar bedecken. Fortan prangt in deutschen Bädern eine bunte Pracht auf den Köpfen von Männern, Frauen und Kindern. Aber das sieht mega gut aus an uns. Sieht aus wie so komisch. Pflicht im Schwimmbad Badekappen anziehen. Boah, da war das Schwimmbad bestimmt richtig doof. Aber gab doch schöne Bademasken. Das ist wohl Geschmackssache. Den Zwang zur Haube gibt es auch in der DDR. Bis zum Fall der Mauer bleibt sie Pflicht. Und zwar für kleine Schwimmanfänger wie für die Großen beim Erstschwimmerkurs für Erwachsene. Springen wir mal ins tiefe Wasser. Mit Hilfsmitteln natürlich. Ach so, na. Doch im Osten kommt sie nicht nur beim Schwimmen zum Einsatz. Eine durchlöcherte Kappe hilft auch, wenn im Friseursalon mal das Material knapp ist. Oder als Insider-Tipp fürs Strähnchenfärben zu Hause. Ein anderes Verfahren ist die Verwendung einer extra präparierten Badekappe.
Nach der Einwirkzeit und dem Auswaschen können Sie den Erfolg Ihrer Arbeit kontrollieren. Nun ja. Hier die Badekappen der 80er, die letzten ihrer Art. Denn im Westen ist oben ohne wieder erlaubt. Im Laufe der Zeit ist halt, hat man natürlich auch bemerkt, dass die Kunden nicht nur Haare auf dem Kopf haben, sondern im ganzen Körper. Dementsprechend hat man natürlich auch die Wasseraufbereitung, die Technik hat sich verbessert. Und dadurch konnten wir natürlich auch dem gegenwirken und konnten auch die Badekappenpflicht dann abschaffen. Und damit war die Kappe weg. Bei dieser Badeshow von 1985 gehört sie schon nicht mehr zum Outfit. Aber halt, eine Ausnahme gibt es. Futuristisches beim Après-Schwimmen. Glitzernde Flitterstoffe mit Applikationen und weit geschnittenen sexy Strandmänteln. Vollständig ist die Kopfhaube aber zu keiner Zeit verschwunden. Denn in einigen Sportarten war und ist sie bis heute noch Pflicht. So sorgt sie bei Profischwimmern für bessere Strömungsdynamik. Im Wasserball schützt sie Ohren und Haare. Aber egal ob früher oder heute, besonders für Langhaarige war es nicht immer einfach, die Kappe auf den Kopf zu kriegen. Im Internet gibt es dazu mehr oder weniger hilfreiche Tipps aus allen Teilen der Welt. While stretching the cap over your hair, over and around your head. Und auch sie weiß, wie man eine Kappe aufsetzt. Jolanda Fötisch-Köppen, Bademodenverkäuferin und Kappenfan. Ich gehe nie ohne Badekappe ins Schwimmbad, weil ich sonst Ohrenschmerzen bekomme. Und ich mag einfach so bunte, fröhliche, ausgefallene Badekappen. Das ist mein Erkennungszeichen. Erkennungszeichen, okay, aber kommt da vielleicht ein neuer Trend auf uns zu? In ihrem Bademodenladen in Duisburg gehören Kappen zum Sortiment. Angefangen hat sie mit einer Handvoll Hauben. Inzwischen stehen ihren Kunden mehr als 50 zur Auswahl. Von der Fashion bis zur Sportkappe. Zu ihrer Kopfform, finde ich, passt eher diese Rüschenhaube. Die schmeichelt so schön, macht genau. Die Konturen schön weich. Viele der alten Designs gibt es heute wieder zu kaufen. Badehauben sind eigentlich immer retro. Das muss so sein. Die müssen einfach aussehen wie früher, sind jetzt natürlich viel besser gefertigt als früher, fallen nicht so schnell auseinander. Die typische Kappenkundschaft ist weiblich und häufig auf dem Weg zur Kur oder Reha. Da braucht die Dame dringend was Passendes zum Badeanzug. Andere wollen im Winter draußen schwimmen oder finden Hauben einfach hübsch. Oder hier in so einem Uni-Blau. Ja, das wird schon eher gehen. Oder pink oder türkis. Ja, machen Sie mal dann pink hier, bitte. Bin 6 Jahre jünger. Bitte nicht, bitte keine, nein. Ich bin ja dafür, dass viele Gegenstände wiederkommen. Aber die Badekappe muss nicht wiederkommen. Dann kennt er wohl noch nicht die Hipsterhaube. Badträger sollen so schneller schwimmen können. Oder wie wäre es mit dem Face-Kini, um das Gesicht vor Sonne zu schützen? Naja, oder um eine Bank auszurauben. Und wer nach all den bunten Hauben jetzt immer noch nicht die Kappe auf dem Kopf möchte, kann sie zumindest als Täschlein nutzen. Manche Sachen verschwinden eben nie. Andere schleichen sich sang- und klanglos aus unserem Alltag und sind nur noch etwas für Liebhaber. Doch so ganz weg sind sie noch lange nicht. Mexikaner.